Guten Abend, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine zusammen besprechen und wir fangen direkt an mit der Gegend um Avdiivka herum. Hier haben wir einige neue spannende Videos erhalten und wir legen gleich los mit der Stadt Sievre, ne? Hier haben wir einige Berichte darüber, dass das Dorf teilweise mittlerweile schon von den Russen eingenommen wurde. Haben auch einige Videos von Bombardements mit Fab-Bomben. Allerdings haben wir noch keine Videos erhalten, wie die Russen in der Stadt sind, wie die Flaggen aufhissen. Das haben wir nicht. Wir können trotzdem davon ausgehen, dass die Stadt eventuell eingenommen wurde. Ich markiere das jetzt schon mal rot für den Überblick. Und wenn wir Videos kriegen, wie die Besatzung bewiesen ist mit dem Video, mit der russischen Flagge, die gehissen wird in dem Gebiet, dann werden wir die Karte anpassen. Gehen wir ein Stück weiter im Dorf Lastechkina. Hier haben wir einige spannende Videos. Wir haben viele Berichte darüber, wie die Russen das Dorf jetzt heute eingenommen haben. Komplett. Wir haben Videos, wie die Flaggen gehissen werden. Mehrere Videos. Allerdings können wir leider nicht feststellen, wo diese Flaggen aufgestellt wurden. Wir konnten leider nicht identifizieren, wo genau das war. Ob es hier im östlichen Teil war oder ob das schon hier vorne war. Deswegen, wir haben es zwar jetzt schon mal rot markiert, aufgrund den ganzen Meldungen von den Bloggern etc. Jedoch warten wir hier auch gespannt auf Geolocations, die wir dann hoffentlich auch reinkriegen. Gucken wir weiter. Haben wir hier vorne ein Video von einem Abrams, der, wie es aussieht, verlassen an einem Straßenrand steht. Diesen Abrams haben wir gestern ungefähr in dieser Richtung hier gesehen, wie er aufs Depot geschossen hat. Der scheint wohl von da oben oder von hier unten gekommen zu sein, um dann die Russen einmal kurz anzugreifen hier aufs Depot und ist dann auch gleich wieder abgezogen. Jetzt haben wir ein Video, was beweist, dass er ungefähr hier oben ist. Allerdings können wir halt nicht erkennen, ob ihm der Sprit ausgegangen ist, ob er zerstört wurde, ob er verlassen wurde aus jeglichen Gründen oder ob er einfach dem Auto Platz machen wollte. Deswegen warten wir gespannt auf weitere Videos, was da so passiert. Jetzt, wo die Russen die zwei Dörfer eingenommen haben, werden die vermutlich auch hier weitergehen bei Sjeverne und das Dorf darüber einnehmen. Und die Ukrainer werden vermutlich ihre Verteidigungslinien jetzt versuchen zu ziehen, weil sie merken, dass die Russen pressen, pressen, pressen. Es ist unfassbar, mit was für einem Druck die da vorangehen. Und wir können wahrscheinlich ausgehen davon, dass die Ukrainer ungefähr hier in diesem Gebiet ihre Verteidigungslinie ziehen werden, um die Russen abzuwehren. Ob das gelingt bei dem Tempo, das die Russen an den Start legen, das bleibt offen, aber aufgrund der ganzen natürlichen Umständen, die wir haben, aufgrund den Büschen, den Wäldern, den Gebirgen, da sind auch einige Flüsse, Seen, wird wahrscheinlich diese Gegend hier verwendet werden, um einen Stronghold zu errichten, um eine massive Verteidigungslinie zu haben, um die Russen zurückzuschlagen. Aber da müssen wir halt gucken, wie gesagt, wie weit die Russen vorankommen, wie schnell sie vorankommen oder wie stark die ukrainische Armee zurückschlagen kann. Weil wir wissen, dass die 3. Sturmbrigade Azov und die 47. mechanisierte Brigade in diesem Gebiet ist und auch hier von Avdiivka nach Avdiivka geschickt wurde, dort zurückgeschlagen wurde und jetzt wahrscheinlich aus Sjeverne und aus Lastochkine zurückgeschlagen wurde. Genau in diese Umgegend, in die Gegend von Olivka und von in die Gegend von dem Dorf hier, wo der Name jetzt leider nicht angezeigt wird. Toninke, Toninke. Ein weiteres Video, was ich gerne zeigen würde, ist in Avdiivka aufgenommen worden. Hier haben wir ein Video von einem US-amerikanischen Soldaten, der sich der russischen Armee angeschlossen hat und die amerikanische Flagge in dem Dorf oder in der Stadt Avdiivka aufstellt. Der Soldat erzählt einige spannende Sachen. Er ist wohl nach seiner Wiedergabe ein Veteran aus dem Afghanistan-Krieg und er behauptet, sowas, was in der Ukraine abgeht, das hat er noch nie gesehen. Das ist ihm alles neu. Was für eine Verwüstung, was für eine Verwesung, was für eine Masse an Bomben fällt. Das ist ihm einfach neu und er meint, das kann man absolut nicht mit Afghanistan vergleichen. Und passend dazu haben wir ein Video hier vorne, wie die Fab-Bomben geworfen werden. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht.
Wenn ich mir diese Videos angucke, wie diese massiven Bomben geworfen werden, ich krieg da eine Gänsehaut. Das ist unfassbar, was für eine Gewalt da herrscht. Und wir dürfen nicht vergessen, die Bomben werden nicht einfach so auf diese Gebiete geworfen, sondern mit Grund werden die genau auf diese Stellen geworfen. Wahrscheinlich sind das Strongholds, Ukraine, Waffen, Howitzers, was auch immer. Und das verursacht leider alles Todesfälle. Und mir wird da persönlich sehr schwummrig und ich krieg da ziemlich schlechte Laune, aber das ist leider der Krieg. Gucken wir weiter auf die Gegend um Robotyn herum. Das ist die Stadt, die Ukraine im letzten Jahr in ihrer großen Konteroffensive erobert hat. Hat für viel Furore auch in den Nachrichten gesorgt. Und hier können wir sehen, dass die Russen teilweise die Stadt schon wieder eingenommen haben. Hier haben wir einige Videos, die das belegen. Wenn wir hier drauf gucken, haben wir Videos von Angriffen, wie BMPs vorrollen mit der russischen Infanterie da drinne und ihre Männer in der Stadt absetzt. Zwei Orte konnten wir festmachen. Das ist einmal hier vorne, wo die russischen Soldaten ausgesetzt wurden. Das sehen wir in dem Video. Und einmal hier vorne wurden die russischen Soldaten von den BMPs abgesetzt. Das ist, wie ich finde, ein ziemlich krasses Video, weil das illustriert sehr gut, wie Krieg, moderne Kriegsführung aussieht. Was für eine Zerstörung das ist. Mir persönlich macht das Angst, wenn ich das einmal erwähnen darf. Aber einfach krass, dass sie da einfach in die gegnerischen Linien geschickt werden, ausgesetzt werden. Und hier sehen wir gleich, wie die russischen Soldaten vom BMP sich entladen und Schutz suchen hinter diesem Haus. Auf jeden Fall eine sehr prekäre Situation. Wir können festhalten, dass der südliche Teil der Stadt Robotyne bereits eingenommen wurde. Wir haben aber auch Videos, die belegen, dass die ukrainischen Soldaten mit ihren Panzern, mit ihren gepanzerten Fahrzeugen schon abrücken aus dem Süden der Stadt. Hier sehen wir, und hier müsst ihr darauf achten, wir haben einen Panzer, der fährt Richtung Norden. Das heißt, er ist gar nicht auf dem Weg dahin, irgendwie den südlichen Teil der Stadt zu halten, sondern ist auf dem Weg hier, um wahrscheinlich bei den anderen Kollegen, bei den anderen Soldaten Stellung zu beziehen und eine neue Verteidigungslinie zu errichten. Aufgrund dessen, dass jetzt gerade das zweijährige Anniversary ist von dem Krieg, wird der russische Präsident Wladimir Putin höchstwahrscheinlich eine Rede halten und die Erfolge vorangeben. Deswegen wäre ich jetzt persönlich noch ein bisschen vorsichtig mit den ganzen Berichterstattungen. Ich glaube erst, dass die Stadt Robotyne komplett eingenommen haben, wenn wir Videos haben. Aber höchstwahrscheinlich wird das im Laufe des Tages heute noch geschehen, beziehungsweise in der Nacht, weil es wäre natürlich ein riesiger Propagandasieg für Wladimir Putin oder für die russische Regierung, wenn sie mit der Stadt Robotyne, die sie dann wieder einnehmen, die ukrainischen Gewinne in der Konteroffensive wieder zunichte machen, dann war das ja theoretisch alles für nichts. Und hier im östlichen Teil von Robotyne können wir sehen, wir haben einige Berichte, dass die Felder hier eingenommen wurden. Das berichten einige Militärblogger, auch der Julian Röpke. Den sehe ich persönlich ein bisschen kritisch, weil er auch doch viele Meinungen abgibt über die Ukraine, über Russland etc. Da sind wir sehr vorsichtig. Wir versuchen immer nicht, beziehungsweise versuchen Quellen zu nehmen, die nur sich auf Militär fokussieren. Bei Julian Röpke ist es natürlich auch ein bisschen politisch, deswegen passen wir da auf, aber wir haben ja noch vom Military Summary Hub eine Geolocation. Daher können wir ausgehen, dass die Russen ungefähr dieses Gebiet hier eingenommen haben. Wir warten aber ab und erst wenn wir Videobeweise haben, Geolocations, dann werden wir die Karte entsprechend anpassen. Auch können wir sehen, dass wir hier vorne östlich von Robotyne auf den Feldern Bombardierung mit dem TOS Flamethrower System haben. Vermutlich haben die Ukrainer versucht, ihren Kollegen hier in Robotyne mehr Zeit zu verschaffen, damit diese aus dem Gebiet flüchten kommen. Vermutlich sind sie von Tokmacha in die Richtung gegangen und wollten halt die Flanken sichern.
Aber das wird vermutlich nicht geklappt haben, weil, wie wir sehen auf dem Video, das ist pure Zerstörung, da wird nichts überlebt haben. Das ist eine grausame Waffe, der Flamethrower System. Das ist unmenschlich, wenn Sie mich fragen. Jetzt gucken wir uns die Richtung Bachmut an. Dort haben wir auch einige interessante Videos erhalten heute. Und wir können sehen, dass da einiges passiert ist. Gucken wir uns das mal genauer an. Ich gehe mal eben hoch, eine Sekunde. So. Entschuldigen Sie. So, gleich sind wir da. Hier vorne haben wir Videos, die belegen, dass die Russen hier vorne schon einen Stronghold errichten. Wir haben Angriffe bzw. Videos von Angriffen, wie die ukrainische Armee mit FPV-Drohnen die russischen Stellungen angreift. Das werden wir uns nicht angucken. Das könnt ihr gerne auf der Karte nachvollziehen. Die ist öffentlich in der Beschreibung verlinkt. Und wir haben einige Videos, die, was wir als Gray Zone markiert hatten, einige Wochen lang, wie ukrainische Soldaten hier zurückrücken, zu Fuß teilweise. Wir haben hier schwere Bombardierungen und hier rücken die ukrainischen Soldaten ab und die russischen landen. Und es ist einfach, wir sehen teilweise, wie die Ukrainer zu Fuß nach Hause gehen, beziehungsweise in Richtung Chasnojar, hier oben, um in Chasnojar, um sich auszuruhen, weil diese Soldaten sind teilweise schon über Wochen in diesem Gebiet gewesen und haben versucht, das zu halten. Rotationen wird es vermutlich nicht allzu viele gegeben haben, aufgrund der prekären Situation mit der Manpower, die die Ukraine hat und den Flankierungen, die wir haben von den Russen. Weil das jetzt nicht ein Gebiet ist, welches ich freiwillig tagsüber und auch nicht nachts überqueren würde. Gucken wir uns jetzt mal darunter die Stadt Iwanowskaja an. Hier haben wir schon vor einigen Tagen darüber berichtet, dass hier etwas los ist. Und jetzt haben auch die anderen Militärblogger angefangen, ob pro-ukrainisch, neutral, pro-russisch. Wir haben viele Meldungen bekommen. Und wir können sehen, dass die Situation in der Stadt leider ein bisschen problematisch ist. Wir haben viele Videos von Bombardements, Artillerie, FAB. Die Russen schmeißen wieder alles drauf, was sie haben. Und wir haben auch ein Video bekommen, wie hier vorne Russe, wie ukrainische Soldaten als Geisel genommen wurden. Hier können wir sehen, dass die Russen wirklich versuchen, überall vorzurücken. Hier auf dem Video sehen wir, dass die ukrainischen Soldaten als POV genommen wurden. Wir haben nicht einen Schuss gesehen. Vermutlich werden die keine Munition mehr gehabt haben und saßen einfach nur da, konnten aber leider niemanden erreichen, konnten keine Evakuierung anfordern oder woran es auch immer gelegen hat. Die haben sich auf jeden Fall ergeben. Und die Russen haben die als Prisoner of War genommen. Wir haben schon vor einigen Wochen hier berichtet, dass es einfach stark zur Sache geht. Die Ukrainer versuchen hier alles zu halten, wie es geht, aber wie wir sehen können, von allen Seiten werden die bombardiert. Und sobald die Russen hier es schaffen, voranzukommen, dann sind sie wieder in einem Encirclement, wie wir es in Avdiivka gesehen haben. Gucken wir auch hier unten in Klischiwka. Hier geht es auch mittlerweile richtig zur Sache. Die Stadt wird in den letzten Tagen ziemlich bombardiert. Wir haben viele Hinweise darauf, durch die Bombardierungen etc., dass die Russen einen Vorstoß wagen mögen. Und ich denke, in den nächsten Tagen wird es soweit kommen. Sie werden anfangen, Klischiwka mit Farb, mit Iskander, mit allem, was sie haben, zu bombardieren, um die gleiche Taktik wie in Avdiivka fortzufahren. Was wir auch sehen können, ein spannendes Video, was wir erhalten haben, ist ein Drohnenangriff auf ein Versorgungsfahrzeug vermutlich oder ein Transportierungsfahrzeug vermutlich von der ukrainischen Armee. Hiervon können wir ausgehen nach diesen Videos, dass die Russen über die Transportwege eine Kontrolle haben mit den FPV-Drohnen, die sie benutzen. Auch kann man davon ausgehen, dass die ukrainischen Truppen vermutlich aus Klischiwka abgezogen werden, um irgendwie die Stadt hier zu halten. Natürlich will man den Russen einen Propagandasieg verwehren. Man möchte verhindern, dass die noch eine Stadt einnehmen, weil das würde den Russen ziemlich zugutekommen, wenn sie so viele Meldungen über so viele eingenommene Städte in kurzer Zeit haben. Das wird auch die Situation, welche wir gerade beobachtet haben, erklären, wo die ukrainischen Soldaten als Geisel genommen haben, wo es es kam zu keinem Schuss. Die wurden einfach festgenommen, sind mit erhobenen Händen rausgekommen und die Russen konnten so über die Railways, über die Eisenbahn, komplette Kontrolle übernehmen. Deswegen die nächste Stadt, die vermutlich höchste
Gefahrstufe beinhaltet, ist die Stadt Klischewka. Geben wir einen Blick unter Klischewka, haben wir auch hier spannende Videos erhalten, die uns die Lage besser erklären an der Front. Und dafür gehen wir hier rüber in die Donetsk Area. Und wir können sehen, dass wir einige spannende Videos haben von Drohnenangriffen, die die Ukrainer gestartet haben, beziehungsweise auch von den Russen. Und wir werden wahrscheinlich hier die nächste Stadt haben, die die Russen einnehmen werden. Wir haben Meldungen, dass die Russen schon mittlerweile hier den Anfang der Stadt von Krasnogorivka eingenommen haben oder hier auf dem Weg sind. Deswegen können wir hier schon davon ausgehen. Wir haben noch kein Videobeweis, wie gesagt. Deswegen werden wir die Karte erst anpassen, sobald es soweit ist. Wahrscheinlich werden die die Kontrolle über ungefähr so ein Gebiet halten. Wie es wirklich aussieht, das werden wir dann in einigen Tagen erfahren. Aber die Meldungen zeigen, die Russen sind mittlerweile schon in der Stadt eingedrungen und in dieser Stadt Krasnogorivka hagelt es auch wieder Fab 500, Fab 1500 Bomben. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr wisst, dass da Fab-Bomben auf die Stadt regnen wie Regen einfach, dann haben die Soldaten auch wenig Lust, hier reinzugehen. Die Moral ist sehr geschwächt und das ist halt die Taktik der Russen, die sich in Avdiivka bewährt hat. Hier haben wir auch einige Landsat-Strikes, die wir beobachten können. Haben wir Videos und wie es aussieht, die Russen bereiten auch hier eine große Offensive wieder vor. Gucken wir unter Krasnogorivka, haben wir auch hier einige Meldungen erhalten, einige Bestätigungen per Video, dass die Russen mittlerweile die untere Straße hier in Novomichailowka eingenommen haben. Wir werden das Gebiet jetzt erstmal rot markieren, aber erst in die Karte übernehmen, sobald wir genaue Videokonfirmationen haben, dass die Russen wirklich hier sind. Wir haben einige Videos, die das beweisen. Entschuldigen Sie bitte, leider lädt das Video hier nicht. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, hier sehen wir, wie einige Panzer von der ukrainischen Armee zerstört werden. Da haben wir einige Videobestätigungen bekommen. Das ist am Rand. Leider haben wir noch keine Bestätigung, dass die Russen wirklich hier sind. Deswegen lassen wir das erstmal nicht auf der Main-Karte markiert. Was wir auch haben, wir haben einige Videos von Landsat-Strikes, welche in der Stadt geschehen sind. Hier haben wir einen Panzer, welcher einfach da steht, niemandem was tut und die Landsat-Drohne attackiert den Panzer und zerstört diesen auch im Anschluss. Ich glaube, als abschließende Analyse können wir sagen, dass die Russen vermutlich versuchen werden, hier über die ganzen Städte voranzukommen und aus Pobjeda dann wahrscheinlich flankieren werden, um am Ende bei Kostanjivka zu sein, um weitere Vorstöße zu wagen. Auch hier haben wir noch ein spannendes Video von einem Tornado S-Strike. Das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Und zwar haben wir hier ein Radarsystem von der Ukraine, welches die Russen aufgespürt haben. Und das ist ein sehr spannendes Video, weil hier können wir sehen, genau wie die Bombe einschlägt, wie die Tornado S-Rakete einschlägt. Bam. Ein sehr spannendes Video, wie ich finde. Und es zeigt einfach die Zerstörung, welchen wir gerade in diesem Land haben. Und wir sehen, die Russen wagen kleine, aber doch eventuell bedeutsame Fortschritte jetzt am zweijährigen Jubiläum, entschuldigen Sie die Wortwahl, des Krieges. Und dazu haben wir auch einige Meldungen aus Kiew. Wir konnten beobachten, dass viele westliche Politiker die Stadt besucht haben, um Kiew ihre Solidarität auszusprechen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass sie die Waffensysteme liefern werden, von denen jetzt aktuell noch nichts zu sehen ist. Und wir haben auch einige Meldungen über die F-16, welche angeblich im April landen sollen. Und ein wichtiges Thema, worauf ich noch hindeuten möchte, ist der Abschuss der A-50-Maschine, welchen wir im Teil Russlands ungefähr hier hatten. Hier war da irgendwo, hier war der Abschuss, hier sehen wir den. Den Abschuss des A-50-Flugzeugs. Dies wird wahrscheinlich damit zu tun haben, war angeblich ein S-200 Strike. Vermutlich werden die Ukrainer versuchen, den Luftraum für die F-16, für die F-16-Maschinen zu klären, damit diese sicherer und mit mehr Schaden anrichten können, bevor die dann eventuell zerstört werden oder dann aus dem Dienst genommen werden. Und hier haben wir einige Bilder, die das belegen, dass die ganzen westlichen Machtinhaber und der Herr Johnson der ehemalige Premier von England war auch da. Die Videos werde ich nicht abspielen aufgrund von Copyrights. Und
Wir haben auch bei Fox News ein Interview bekommen von Zelensky, welcher darauf hindeutet, dass er 2025 eine große Offensive starten möchte, dass jetzt 2024 erstmal zum Verteidigen ist, aufgrund der knappen Munitionskapazitäten, die die Ukraine haben, aufgrund der Artillerie, die fehlt, die Munition für die Geschosse, für die Gewehre, die fehlt. Und er prognostiziert, dass 2025 dann die nächste Offensive gestartet wird. Was bis 2025 passiert, wie weit die Russen kommen, das ist schwer abzusehen. Weil wer weiß, ob die Russen bis jetzt alles gegeben haben, ob die wirklich die Offensive gestartet haben, ob das nicht einmal nur ein Antesten war. Deswegen werden wir die Situation spannend beobachten. So, das war's mit dem heutigen Video. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen eine diplomatische Lösung. Einen schönen Abend Ihnen und auf Wiedersehen.